So, Fähigkeiten freigeschalten jetzt? Nö. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Oder habe ich hier drüben noch was? Entschuldigt, Leute, ich habe gerade wieder nochmal Muku gegessen. Hat sich gerade so angeboten. Gollum muss zum Chiropraktiker, okay. Slayer, was willst du mit dem Möhrchen? Oder soll ich, einem Hasen eine Karotte in den Po schieben? Er wird sich bestimmt freuen, der Hase. So, die Ausgestoßenen. Hyogun hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udon lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Könnt ihr das nicht mal selber machen? Wirklich nie auf, über seine verlorene Frau Finruin zu jammern. Unaufhörlich schluchzt er. Wenn du sie gesehen hättest, wüsstest du doch. Fluke! Das habe ich noch nie gesehen. Oh nein! Kago, nicht draufgehen! Ich wollte eigentlich dich zähmen. Yeah, mein Kleiner! Yeah, mein Kleiner! Doch, die anzuvisieren. Für den Häuptling! Ja, komm her, mein Kleiner! Komm! Ja, nun komm endlich her. Ja, was denn nun? Ja, komm. Du armseliger Du glaubst nicht, dass der Hase sich darüber freut? Okay. Nehme ich zur Kenntnis. Du willst Frikadellenmörchen? Ups. Ich glaube, ich bin gerade verkehrt abgebogen. Ein weiter. Nicht auf die Möhre Impo. Och man, ich kann noch nicht mehr mit ihm vorbei. Tut mir leid, Kleiner. Ich habe gerade die verkehrte Taste gedrückt. Geh spielen. Frikadellenmörchen? Sind das nicht diese veganen Dinge? So, dann nehmen wir mal den Plan an. Zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck. Dem Vergiften von Orks. Folge mir. Oh, ich kann selber Leute jetzt vergiften gleich? Cool. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist die Grund, den Clip mit Gott kenne ich nicht. Slayer, tut mir leid. Viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Tyrgon.
Ach komm, sag mir einfach, wen ich umbringen soll. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Stein verschlissen hat. Wenn er mir dann auch noch sagt, welche? Ich habe gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. Darf ich die umbringen oder darf ich die jetzt nicht umbringen? Der Hauptmann meint, ich hätte gezögert, seine Befehle auszuführen. Was für ein Lügner! Ganz ruhig. Schlag ihn von der Seite! Bald bekommen wir den Befehl, zum anderen Vorposten zu marschieren. Ich hoffe. Okay, das ist eine Vergiftung der Pflanze. Die blühenden Strauch Hitlers ist Hitlers. Oh Gott, das hört sich so verkehrt an. Ist in den südlichen Reichen Mittelerde zu finden. Seine feierliche, beinahe betörende Erscheinung verschleiert sein tödliches Wesen. Die gesamte Pflanze ist bei Verschlucken oder falscher Handhabung giftig. Wer will Salat haben? Die Uruks nennen Hitlers der Name hört sich so verkehrt an. Saurons Geschenk und halten sich davon fern. Meuchenmörder in ganz Mordor pflücken mit speziellen Handschuhen, die Beeren, die getrocknet und gemahlen einen Geruch und farbloses Gift ergeben. Im Getränk eines Opfers entfaltet es diese tödliche Wirkung wie Nachtschatten oder Tollkirsche. Okay. Was? Weil er einer ist wie Aragorn. Richtig. Deswegen werde ich Waldläufer genannt. Koch dort versteht es, Fisch zu kochen. Und das ist grauenhaft. Bei ihm schmeckt alles nach Schrack. Gibt es denn hier noch mehr Kraut davon? Läuft hier auch nur im Kreis und macht gar nichts, ne? Oh, echt jetzt, Niki? Hast du nicht Herr der Ringe geguckt? Oh, könntest du mal da bitte runterspringen? Ich hoffe, die Welt ist nicht aus ihm rausgewachsen. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Das hat nichts damit zu tun, ob er im Wald rumläuft. Deswegen heißt er nicht Waldläufer, Niki. Es heißt, der dunkle Herrscher könne ganze Armeen in einem Atemzug zu Staub verwandeln. Kanzler ja auch, wenn er seine Socken wirft. Handbewegung ganze Berge versetzen. Ach, Junge, du bist ein NPC, kannst du nicht einfach vorlaufen? In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Eigentlich hätten die mich doch schon voll sehen müssen. Oh, Junge. Schneller. Nettes Hündchen, braves Hündchen, liebevolles Hündchen. Hey, erzähl uns doch noch mal, da haben wir eins. Oh toll. Natürlich in den Richtungen. Du willst mich nicht fressen. Ich hab dir gesagt, du willst mich nicht fressen.
Ich hab dich gewarnt. Ich rieche etwas. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben schlägt. Eine und die andere war hier irgendwo da. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Kannst du mal dein Messer beim Laufen wegstecken? Ich habe irgendwie Angst, dass du dich dabei wehtust. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Die Türme haben wir schon. Bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ich glaube, Zocko bereitet irgendwie die Diskussion vor. Ich glaube, ich darf mir morgen wirklich was anhören. Sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Wie ich da drauf komme? Ich glaube, passiert das heute noch? Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Fähigkeit freigeschaltet. Grog vergiften. Ja, trinke neu eure Steuerung, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Nachdem Uruks davon trinken, werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wow. Alles. Aber denkt ihr, er kann auch alles... Zusatzziel. 5 eliminiere durch Schleichtöten. Oh, scheiße. Erstmal kommst du weg, Bushi. Und du. Nee, ich glaube nicht bis 2 Uhr morgen, dann würde ich ihr aber auch in den Hintern treten, wenn sie das macht. Läuft aber irgendwie keiner lang. Ich bin der Schatten, der durch die Nacht wandert. Hab ich da gerade etwas gehört? Ja, kommt rum. Aber nur der Wind. Wir finden schon etwas anderes zum Töten. Die blöden Arschgeigen. Vergifte die Grogfässer. Oh, was soll ich denn noch alles vergiften? Halt! Ich habe etwas gesehen. Doch komm runter! Ich sollte weniger Grog trinken. Ich höre schon Stimmen. Bleibt wachsam. Sicher. Arsch mit Soße. Jetzt bist du da. Dann frage ich dich nochmal. Wie geht es dir und freust du dich schon, morgen wieder arbeiten zu gehen?
liegt eine seltsame Stille in der Luft. Seht euch lieber vor. Jetzt muss der Typ doch da lang. Oh. Wenn ich den Grabwandler töte, werden sie mich zu uns brauchen. Oh fuck! Keine Aim geschossen mehr. Nichts ist passiert. Ganz unschuldig. So, Soll ich die Socken geben, Dante, um die zu vergiften? Ja, ja, gib Mrs. Leia's Socken. Bitte, 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 bitte. Du hast teilweise nur Geduld. Tu nicht so, als wäre nichts. Du hast es auch gesehen. Was ich sehen konnte, sah irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Hat der Kopf mit sich selbst gemacht? Verdammt gruselig, wenn du mich fragst. Es wird uns nicht für immer entkommen. Bald setzen wir seinem Rumgeschleich ein Ende. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Der Alkohol soll ja auch ordentlich, ne? Du darfst ihm keinen Respekt zollen. Was war das für ein Geräusch? Wo? Ich hab kein Geräusch gemacht. Waren sicher nur Ratten. Zurück genau. An die Arbeit. Waren nur Ratten. Seid ihr denn eigentlich auf einmal hergekommen? Sehr merkwürdig. Oh, lass doch los. Hallo. Schon an sich zu prügeln. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Ich muss mal kurz nuckeln an dir. Ach, scheiße, stimmt ja, die dürfen mich ja alle nicht sehen. Toll, Dante. Du warst fast fertig, nur weil du nuckeln wolltest. So, einmal kurz rüber gucken. Wenn du weißt, wozu es gut ist, schon. Ah, okay. So, bleiben da, nicht noch. Na, das hört sich ja nicht gerade toll an, Redu. Mann, Mann, Mann. Gut, wiederholen. Toll. Super. Ach, Mann. Dabei hätte ich nur noch einen vergiften müssen. So ein Scheiß. Jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ihre Speere sich durch ein paar Köpfe bohren. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien, wenn ich ihnen meine... Ist der da oben stehen? Halt die Schnauze. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Wer kann mich denn jetzt sehen? Alter, du hältst da oben die Klappe.
Psst. Was war das? Dieser Gestank, unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Es ist das gleiche wie, wie können Menschen Bier trinken? Schmeckt doch eklig. Müssen die jetzt da oben langlaufen? Klappe halten. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Komm mit mir. Komm mit mir. So, mal wieder geschafft. Nach dem zweiten Versuch. Nur weil ich so gierig nuckeln wollte. Nee, Bier schmeckt mir überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch Whisky-Trinker gewesen.